Wenn man an die Airline-Namen TWA oder auch an Pan American World Airways denkt, dann hat man immer dieses Bild von den großen, wahnsinnig stilvollen amerikanischen Fluggesellschaften aus den 60er, 70er Jahren vor Augen, die immer mit dem besten und neuesten Fluggerät auf den besten und interessantesten Strecken unterwegs waren. Und die Realität damals, die sah höchstwahrscheinlich auch gar nicht unbedingt anders aus. Heute gibt es so etwas in dieser Form nicht mehr. Das würde wirtschaftlich gar nicht funktionieren. Das ist nicht das, was die Leute haben wollen oder zumindest nicht das, was genug Leute haben wollen. Und umso schöner ist es, dass es jetzt am Flughafen von New York, am John F. Kennedy Airport, wieder eine gut gemachte Möglichkeit gibt, wenn auch nur für eine Nacht, sich wieder zurück in diese Zeit versetzen zu lassen. Und das schauen wir uns heute mal ein bisschen genauer an und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Die Fluggesellschaft TWA oder ausgeschrieben Trans World Airlines gehörte damals zu den Innovationstreibern unter den großen internationalen Fluggesellschaften. Unter der Leitung von Howard Hughes ab dem Jahre 1939 wurde TWA tatsächlich mal die größte Fluggesellschaft der Welt und lieferte sich mit Pan Am und American Overseas Airlines, wobei letztere ab 1950 dann in Pan Am überging, die lieferten sich die ganzen Jahre über ein Rennen über den Atlantik mit dem besten Service auf den interessantesten Strecken in den schnellsten und neuesten Flugzeugen. Das muss echt eine wahnsinnig spannende Zeit gewesen sein. Nicht nur aufgrund der Tatsache, dass diese drei Fluggesellschaften die ersten waren, die nach dem Krieg interkontinentale Verbindungen zwischen Europa und Amerika angeboten haben, also die ersten Fluggesellschaften, die hier transatlantisch unterwegs waren, transatlantische Linienflüge angeboten haben, sondern das war ja dann auch genau die Zeit, wo man von kolbengetriebenen Propellerflugzeugen umgestiegen ist auf jetgetriebene Maschinen. Und wenn man da mit zu den ersten gehörte, was bei Pan Am dann ja auch der Fall war, die waren die ersten mit 707 DC-8 auf transatlantischen Verbindungen, das war schon echt ein gutes Argument, das man dann da in der Flotte hatte. TWA hatte ab 1946 die ersten transatlantischen Linienflüge im Programm. Damals sind die noch mit zwei Zwischenstopps von New York mit der Constellation, mit der Lockheed Constellation von New York nach Paris geflogen. Ab 1967 war TWA dann die erste amerikanische Fluggesellschaft, die nur noch jetgetriebene Flugzeuge in der Flotte hatte. Ab 1969 hatte TWA dann endlich mehr transatlantische Passagiere als Pan American World Airways, die sonst immer auf diesen Verbindungen die Nummer 1 war, während TWA immer schön auf der 2 warten musste. Und 1970 kam dann natürlich auch direkt die erste Boeing 747 zu TWA. Die Fluggesellschaft war immer drauf und dran, ihren Passagieren noch mal ein bisschen mehr zu bieten, ihnen einfach das Beste bieten zu können und ihnen vor allem immer wieder Innovationen vorstellen zu können. Ab 1961 machte TWA auf ihren Flügen beispielsweise In-Flight Entertainment in Form von gezeigten Filmen populär. Und sie gehörten zu den ersten Fluggesellschaften, die die Hub-Strategie, also mit großen Drehkreuzen, die das wirklich im großen Stile umsetzen und vor allem perfektionieren wollten. Und zu dieser Perfektion gehörte laut TWA-Ansicht in den 1950er, 1960er Jahren ein möglichst direkter, kurzer und gut aussehender, hübscher Weg von der Straße direkt ins Flugzeug. Die eben angesprochenen ersten transatlantischen Verbindungen der TWA ab 1946, die fanden noch alle statt vom Flughafen LaGuardia in der Nähe von New York. Knapp ein Jahrzehnt später sollte dann aber ein Umzug stattfinden zum neuen New Yorker Flughafen, zum sogenannten Idlewild Airport. Das ist der Flughafen, den man heute unter dem Namen John F. Kennedy kennt, also heute der größte der New Yorker Airports. Dort wollte man den Passagieren aber auf jeden Fall ein eigenes TWA-Terminal bieten können. Und das war damals gar nicht unbedingt eine spezielle TWA-Idee, sondern für die großen Fluggesellschaften dieser Zeit, die von dort aus, von New York, die Welt erreichen wollten, für die Fluggesellschaften war das absoluter Standard. Und während die Konkurrenz deutlich schneller war und bereits Ende der 1950er bzw. dann auf jeden Fall 1960 das eigene Terminal am neuen New Yorker Flughafen eröffnen konnte, Pan Am war da am größten mit dabei, mit ihrem sogenannten Worldport. Währenddessen verbrachte TWA noch eine ganze Zeit mit Planung und Ideensammlung für das neue Terminal, sodass sie dann noch bis 1962 brauchten, aber dafür dann ein wirklich besonderes Gebäude dorthin stellten. Man baute quasi einen eigenen Flughafen im Flughafen. Also das Gebäude hatte wirklich alles, was man für die Passagierabfertigung benötigte. Und es funktionierte autark und bot eben den TWA-Passagieren, genauso wie wir es eben angesprochen haben, von allem ein bisschen mehr.
Und ihr seht es ja selbst, das ist ein höchst beeindruckendes Gebäude. Sieht absolut fantastisch aus und viel stilvoller kann man seine Reise wahrscheinlich gar nicht beginnen. Allerdings musste die Fluggesellschaft dann einige Jahre nach der Eröffnung des eigenen Gebäudes, also spätestens dann ab 1970 mit dem ersten eigenen Jumbo, feststellen, dass das eigene Terminal ziemlich schnell an seine Grenzen stößt. Also das Gebäude sieht zwar super aus, aber man kann nicht wirklich mit den steigenden Passagierzahlen mithalten. Das Gebäude kann nicht wirklich mit dem wachsenden Flughafen mitwachsen. Mit der Fluggesellschaft TWA scheiterte dann allerdings im Jahr 2001 auch das eigene Terminal. Die Fluggesellschaft war zahlungsunfähig und das Gebäude stand daraufhin erst einmal leer, wurde nochmal für eine Kunstausstellung benutzt, aber musste sich dann immer wieder der Frage nach der Sinnhaftigkeit dieses Gebäudes stellen. Das Ding sieht zwar ziemlich gut aus, ist aber weder für die heutige Passagierabfertigung effizient genug, noch ist das Teil überhaupt in diesem Zustand wirklich als Flughafen nutzbar. Im Jahr 2005 errichtete die Fluggesellschaft JetBlue, die damals ja ein wahnsinniges Wachstum hingelegt hat, hinter diesem Gebäude ein eigentlich komplett neues Terminal, wobei das Hauptgebäude des ehemaligen TWA Flight Center aber bestehen blieb und somit jetzt als, naja, von außen hübsche, aber von innen ganz normal nutzbare Eingangshalle gebraucht wurde. So richtig benötigt wurde das ja gar nicht. Das war jetzt ein halt vorhandener Eingangsbereich für ein neues großes Terminal mit 26 eigenen Fluggastbrücken. Joa, und seitdem wird eigentlich überlegt, wie man das seit 1994 unter Denkmalschutz stehende Gebäude wieder so richtig mit Leben füllen kann. Denn für die effiziente Passagierabfertigung, also für die Funktion als Teil des New Yorker Flughafens, war das Ding spätestens ab der Jahrtausendwende wirklich nicht mehr zu gebrauchen. Also wurde ab 2016 aus diesem Gebäude jetzt ein Hotel. Das markante Hauptgebäude blieb als Eingangsbereich für das Hotel erhalten und drumherum entstanden 505 luxuriöse Zimmer und obendrauf 10.000 Quadratmeter Aussichtsplattform. Das ist das vor wenigen Wochen eröffnete TWA Hotel. Das Hauptgebäude wurde dafür in den letzten 3 Jahren fast komplett in den Originalzustand zurückversetzt. Es sieht eigentlich alles da drin genauso aus wie damals und das ist schon ziemlich beeindruckend. Es ist halt alles eben wieder frisch und das holt einen zurück in die Zeit rund um 1960, in die Zeit der reichen Amerikaner, die sich mit TWA über den Atlantik fliegen ließen. Am Check-in steht dann eine TWA-Flugbegleiterin, in den Badezimmern, auf den Hotelzimmern gibt es dann TWA-Amenity-Kits und dann sollen qualitativ hochwertige Fenster für die nötige Ruhe sorgen, denn es bleibt ja ein Flughafenhotel. Aber je nach Zimmer, mit dem Ausblick wohl eines der coolsten Flughafenhotels überhaupt oder nicht, also mit einem Ausblick direkt auf das Vorfeld des größten New Yorker Flughafens, das ist schon gar nicht so schlecht. Und das lassen sich die Betreiber natürlich auch gar nicht schlecht bezahlen. Also eine Nacht kostet da irgendwas zwischen 200 und 300 Dollar und das ist natürlich auch echt ordentlich. Aber ein Erlebnis ist es allemal. Also für all diejenigen, die in der nächsten Zeit mal wieder eine Nacht am New Yorker Flughafen verbringen müssen oder gerne möchten, dieses Hotel ist auf jeden Fall was richtig Besonderes. Und damit soll es das heute gewesen sein. Mal ein kurzes und etwas anderes Video, das überraschend wenig mit Flugzeugen zu tun hatte. Ich hoffe trotzdem, dass ein paar interessante Informationen für euch mit dabei waren. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dann, lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch allen noch einen guten Start in die neue Woche. Bis morgen und tschüss.